Hallo Leute, hier ist Tür24 vom dämonischen YouTube-Adventskalender. Heute featuring... Ein. Ja, sagt halt, wie ihr seid. Und gerade das Familie noch muss ich uns vorstellen. Also, wir sind die Jungs von Alpaca Dog. Muss ich noch mehr sagen, oder können wir schon weitermachen? Ich bin so nervös. Und ich bin der Philipp, Philipp Welschner, bin auch auf YouTube mit meinem echten Namen vertreten, kein Künstlername, habe im Beinamen aus Liebe zu Mensch und Natur und verbinde Mensch und Natur eben auf YouTube. Schön. Huchs, wer bist du? Ich bin der Humaldo und welche Kamera muss ich schauen? Es ist völlig egal. Die, hier. Also das war auch ich versuche ihn alle gleichzeitig zu schauen. ja, Humaldo, ich bin aktiv auf YouTube seit knapp einem Jahr. Mein Kanal war schon ewig. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Zurzeit bin ich hauptsächlich in der Rock- und Metal-Geschichte hängen geblieben. Habe noch einen zweiten Gaming-Kanal, den ich gerade aufbaue. Und ja, und freue mich schon auf Weihnachten, was heute unter dem Christbaum liegen wird. Ja, heute. Ja, es ist der 24. bitte. Ja, Ich bin jetzt dran. Ich bin die Mary von Bright Eyes Hope und ich mache hauptsächlich Let's Plays. Ja. Was wollt ihr noch wissen? Ich will das aufhören. Lass es dir schmecken! Dankeschön. Jo, ich bin der Oliver von Demon Devilmon. Wer kennt mich nicht? Vielleicht einige der Zuschauer. Weil nämlich ganz viele YouTuber eine Playlist haben, wo vielleicht Zuschauer zuschauen, die die anderen Kanäle nicht kennen. Da hat irgendjemand so eine Idee dazu gehabt, das wärst du gewesen. Aber mittlerweile kennen sie die Kanäle ja. Hoffentlich. Ja, wenn sie alle 24 Videos schauen. Ja, also wenn sie die Namen schauen, oder es gibt Cheater, die schauen am 24. alle. Ja. Zufälle gibt's. Ja. Gut. Aber ich wollte gerade... Ich bin der Creepy Stifler oder Kevin. Ich mache hauptsächlich Creepypastas, vertone ich, und Horrorgeschichten und auch selbstgeschriebene Sachen, Märchen und was Gott noch alles. Also. Und der zweite Kanal ist The Fallout Squalls, was ganz neu ist, extra für ihn gemacht. Nee, wo ich für Fallout und die Elder Squalls Reihe für alle möglichen Lore-Videos rausbringen werde noch, wenn ich dann was mache oder ja. Spontan eingesprungen in der zweite Kanal. Genau. Und du? Ich? Also ich bin Arnulf, genannt das Schandmaul, auf KrawauTV meistens, wenn ich nicht bei irgendwelchen anderen Leuten als Gäste, also als Gäste, ich bin jetzt nicht so viel, okay, ich bin jetzt als Eingast fungiere. Das ist mein leicht schizoider Background, ja. Ich bin Arnulf solo, aber nicht allein. Hallo Leute. Und ja, ich mache hauptsächlich Mittelalter-Thematik, deswegen, weil das mein Hobby ist. Voll. Ja, und voll. Nein, also nüchtern auch. Ich bin nicht nur Gewandungssäufer, ja. Das ist so, es gibt ja oft genug Leute, so, ja. Du hast so sprechend geschaut. Du würdest ja auch Klamotten anziehen zum Saufen, oder was? Natürlich, oder? Kann ich so schlecht nackt durch Winter von den Bienen anhalten. Wunderbar, es gibt ja viel. Ich weiß, wie wir es nächstes Mal machen. Und ich würde auch noch namentlich gern die restlichen erwähnen, die heute nicht da sein können. Nein, das geht nicht. Ja. Da hätten wir mal die Lotte Hernandez. Die Computerprofis, der Philipp ist ja vorhanden. Der Herr Skillex. Der Michael Pernek. Konnte leider heute nicht da sein. Quiz und Deus. Genau. Kurzgeschichten. Seranto Gaming sollte da sein. Hallo, Seranto. Aber ich glaube, vielleicht hat er es nicht geschafft. Der kleine Drechsler. Er hat es nicht geschafft. Bei wie vielen Türchen ist er hängen geblieben? Playestros. Creepy Stifler ist da. Alpaca Duck ist da. Humaldo ist da. Lex Aquifolium. Konnte nicht kommen. Fallout Scrolls ist da. Carina, Beatrice, Riders Hope ist da. Don Lucky, Gloria Schneeflocke. Razertainment! Immortal Network und ich. Damit
Ich. Wer? Demon Devilman. Das ich. Nein, er. Nee, er. Und nochmal sind wir hier bei Kawatv. Ja, reiner Zufall. Ja, nein, also wir wollen natürlich wieder so eine Klammer schaffen. Die Klammer bedeutet mehr oder minder so, dass wir jetzt das Ganze umfassen. Wir haben ein erstes Adventtürchen gehabt. Das war, wie mache ich historischen Lebkuchen. Wir haben jetzt das nächste Türchen. Das letzte Türchen, wir essen historischen. Ja, du musst den hellen nämlich auch unbedingt essen, weil du den Vergleich hast. Schmeckt historisch. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. So, ich verkoste auch, damit ich auch was kriege. Ich bin aus dem Jahr 1100. Und gut, das Rezept von Philippine Welser ist. So, also vor allem mal die Schnauze halten, finde ich das hier richtig angenehm. Also. Ich kann auch ungezogen mit vollem Mund reden. Das ist das geht ganz leicht. Ja, ich weiß. Gut. Nein, danke. Ich möchte meinen Schand mal aufhalten. Ja, für mich. Jetzt habe ich das Wort schon übernommen. Dankeschön. Also jetzt wäre eigentlich, Zeit, wenn alle den Mund halten für einen richtig schieren Witz, oder? Ich mein, zu das, Weihnachten, ne? Ja, natürlich. Nehmt das mit viel Nächstenliebe und so. So, was macht ein arbeitsloser Schauspieler? Spielt keine Rolle, irgendwie so ganz schlechte Wortwitze. Klassiker. Man könnte auch fragen, warum, wenn Maria ja Jungfrau war, weil sie Jesus bekommen hat, warum dann drei fremde Kerle auftauchen zur Geburt. Das ist eine sehr interessante Frage. Taufpaten. Taufpaten. Genau. Und war das wirklich Weihrauch und Myrrhe und Gold? War es nicht eher, keine Ahnung, Hasch, Gras und Knochen? Gold. 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 Gold ist nicht. Weil Gold. Also ja. Bei Golden Brown wäre es noch mehr angefangen, aber nur mit Gold kann ich nicht da haben. Ich finde es schön, wie er so nachdenklich ist. Das schaut nur so aus. Ich glaube, du solltest doch was essen. Nein, nein. Gleich ist weg. Tja. Ich habe auch garantiert nichts reingemischt, außer Kohlenhydrate mit Kohlenhydrate. Oh mein Gott. Warum soll ich sie dann essen? Keine Proteine? Kein LSD? Meiner schmeckt ein bisschen nach Schlammmal. LDS. Also... Das merkst du dann spätestens in einer halben Stunde, wenn du dir Dinge einbildest und durch die Wohnung läufst. Unterschiedliche Chargen? Hm? Unterschiedliche Chargen, weil die sind zwei. Weicher als... Okay. Das eine sind die weichen Birnen und das andere die harten. Schmecken beide super. Ist derselbe Teig. Nur länger gebacken wahrscheinlich dann. Mhm. Es ist nur die Konsistenz, die Härte. Härte. Die ich länger gebacken hatte, sind später in die Dose gekommen. Für alle, die What? Das Rezept nachgebacken haben und sich dann ihre Zähne ausgebissen haben, nur als Information, wenn ihr sie, weil sie hart sind, reintut in eine Dose, ich weiß, es klingt jetzt so falsch, und ein Stück Apfel dazu tut, die Dose wieder zumacht, ein wenig stehen lasst, dann wird das irgendwann auch wieder weich. Okay, jetzt verstanden bei Ingwer, aber Apfel. Das ist aber eine Fantasie. Ich bin eigentlich kein Lebkuchen-Fan und der schmeckt mir wirklich. Also ich glaube, es ist dieser generische, den man kaufen kann, den ich nicht mag, aber der ist cool. Die haben auch einen Geschmack, der ist gut, oder? Der ist gut. Der ist wirklich gut. Ja, das verstärkt auch nichts. Ich bin immer noch dieser Geschichte. Geschmacklicher Geschmacksverstärker? Ich verstärke keine Geschmäcker. Ich verstärke meistens mich selbst nicht. Ich bin schon stark genug. Es ja, ist Ihnen in den Trank gefallen. Das hat immer meine Oma gesagt. Ich bin stark. Alle anderen haben gesagt, blad. Aber das habe ich auch häufig gehört. Ja, aber Großeltern sind da sehr großzügig. Ja, hast du sie davon mit dem? Das schaut manchmal gut aus, ja. Man muss dazu sagen, also wir freuen uns natürlich jetzt, dass wir nach dem Ganzen hier noch ein bisschen Punsch trinken und dann natürlich mit den Familien feiern. Wer mit Familien feiert, also ich persönlich feiere mit Familie. Ja. Ich auch. Ja. Ja. Ich treffe mich mit Freunden auf ein Bier. Das ist wie Familie. Ja, das ist definitiv Familie. Ja. Was für Bier? Wahlfamilie. Sag gut.
Ja, wirklich, das war der Hauptgrund. Natürlich Schwäche der, was denn sonst? Nein, natürlich nicht, Spaß beiseite. Schleichwerbung. Ah, nein! Zensur! Erstens kein Problem, ich blende inzwischen bei jedem Video Werbung ein, okay, warte, damit nichts mehr passieren kann. Dann müssen wir jetzt ganz sofort im Schauspieler. Natürlich gutes Spiel. Also keine Ahnung. Alles, was ich in den Finger kriege. Nein, Spaß beiseite. Warte, welches Spiel? Ne, wir sind im Bars und ich frage selten nach, welches Spiel dort ausgeschenkt wird. Ich glaube, im Lukas ist es das schon wieder Schleichwerbung, fuck. Da ist es das Schleichwerbung, fuck. Heißt, fuck jetzt das Bier? Schleichwerbung ist das Lokal und fuck. Ja, genau. Und fuck das Bier, machen wir das. Reden wir dann, wenn die Kameras aus sind, dann kann ich ohne Schleichwerbung arbeiten. Ja, also wir werden jetzt dann euch noch einen schönen Advent wünschen. Also bei der vierte Advent heute auch noch Weihnachten ist. Und schön, dass ihr da wart. Wir haben jetzt, alle bald sterben. Nein. Schön, dass ihr alle da wart, ihr werdet jetzt alle sterben. Entschuldigung, aber es lag so nach den letzten Worten. Schön, dass ihr alle da wart und aus. Danach gibt es nicht. Es sollten die letzten Worte sein. Wenn euch das Video gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video noch einen Daumen nach oben. Und abonniert natürlich alle Kanäle von den Leuten, die hier mitgemacht haben. Jetzt kommt die Sonne noch raus, kurz bevor sie untergeht. Links in der Videobeschreibung. Alles, ja, wir haben hier zwei Leute, die echt helle Köpfe sind. Es ist auch sehr angenehm zum Reinschauen, muss ich sagen. Ja, die untergehende Sonne. In diesem Sinne, tschüss von mir, tschüss von den restlichen, oder sagt ihr auch? Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Hab ich nicht tschüss gesagt. Jeder. Warte, wie geht das eigentlich? Ich habe nur gefragt, es könnte ja sein, dass ihr sagt Servas oder sonst was. Warte, wie geht uns wir können alles sagen. Wir sagen uns drei alle zusammen frohe Weihnachten. Oh nee, komm mal, das ist so ausgelutscht. Warum? Ernsthaft, darüber beginne ich jetzt zum Lachen und vorher nie. Woran Nein. merkt man, dass es angescriptet ist? Was? Wir haben gerade bemerkt, dass es nicht geschafft ist. Bis jetzt hat es sicher noch keine. Ich hoffe. Wir können also, ein gutes Schauspiel sein. Ja, ich drehe jetzt einfach das Video ab. Es wird nichts mehr Sinnvolles kommen. Stay hydrated. So. So, und jetzt take 2. Es funktioniert. Auch nochmal eine Kuh. Ja. Jetzt warten alle, bis ihr aufs Klo gehen und wird nochmal ein Video gemacht. It's not like you lost a pencil, isn't it?